Politik muss beeinflusst werden. Das ist nicht verwerflich, denn nur so können gute Entscheidungen entstehen, beim Streit um den besten Weg. Wenn aber das Geld darüber bestimmt, wer am Ende gehört wird, dann ist das der Ausverkauf der Demokratie. Beginnen wir hier, auf einem Parteitag. So kennt man das. Interessant ist aber, was sich draußen abspielt. Und zwar bei fast allen Parteien. Die großen Konzerne sind da. Energieversorger, Chemie, Pharma und so weiter. Es gibt Essen, Zigaretten, Kaffee. Alles für lau. Es geht aufs Haus. Aber ich möchte bezahlen. Nein, das ist heute alles gratis. Sponsoring heißt das. Offiziell präsentieren sich Verbände und Konzerne der Öffentlichkeit. Auf den ersten Blick findet man an den Ständen nur freundliche Servicekräfte. Aber kaum lässt sich ein namhafter Politiker blicken, stehen da auch andere Mitarbeiter. Der Herr da beim Außenminister zum Beispiel. Mit mir redet er nicht so gerne. Sie können unsere Pressestelle gerne anrufen und das ist unser normaler, üblicher Weg, mit der Presse zu kommunizieren. Was ist Ihre Funktion? Ich bin hier in der Politikabteilung. Herr Biesel von Air Berlin war mal Staatssekretär im Auswärtigen Amt und gilt als einer der bestvernetzten Lobbyisten der Hauptstadt. Kurt-Dieter Grill war mal CDU-Abgeordneter, jetzt ist er freischaffender Berater, auch für den TÜV. Oder Dietmar Staffelt, früher Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, jetzt Kontaktpfleger für den Rüstungskonzern EADS. Seitenwechsler, ausgestattet mit viel Geld, um ihre guten Kontakte spielen zu lassen. Und obwohl Sponsoring doch eigentlich etwas Öffentliches ist, freut man sich über meine Fragen meist überhaupt nicht. Nicht bei Audi. Wir haben eben schon mal gefragt, warum fahren wir Audi schon? Nicht bei Bayer. Ob es sich und auch nicht bei VW. Auch der Vertreter der Automatenwirtschaft kann über zu wenig Aufmerksamkeit nicht jammern. Schon gar nicht beim FDP-Wirtschaftsminister. Mit der FDP haben wir ja am wenigsten. Keine Probleme mit der FDP. Wie gut die Beziehungen tatsächlich sind, das werde ich erst noch lernen. Februar 2012. Im Bundeswirtschaftsministerium ist eine Anhörung angesetzt. Es geht um eine neue Spieleverordnung für die Glücksspielbranche. Das heißt, es geht um Milliardenumsätze. Mit dabei Paul Gauselmann, Deutschlands Automatenkönig. Verbandspräsident der Automatenwirtschaft und damit auch Cheflobbyist. Schon oft hat er seine Argumente mit Geld gespickt. Schon häufiger stand Gauselmann im Zusammenhang mit dubiosen Gaben an die Parteien. Zum Beispiel Spenden. Das Geld kam in kleinen Beträgen, nicht veröffentlichungspflichtig, von seinen Mitarbeitern. Aber versehen mit einem netten Brief von Gauselmann. Im Ministerium trifft er auf gute Bekannte. Den zuständigen Abteilungsleiter kennt er seit Jahren. Und der Staatssekretär von der FDP lobt öffentlich den sehr guten Kontakt zur Branche. Schützenhilfe für die Automatenwirtschaft kommt regelmäßig von der FDP. Und genauso regelmäßig tritt die Branche bei der Partei als Sponsor auf. Auch bei festlichen Empfängen, wie für den Fraktionschef Rainer Brüderle oder Hermann Otto Solms. Sponsoring soll reguliert werden. Der Weg des Geldes muss sichtbar sein. Das fordern Parteienrechtler und auch die Experten des Europarates seit Jahren von deutschen Abgeordneten. Doch vor allem CDU, CSU und FDP blockieren. Und manche umgehen schon heute mögliche Regeln von morgen. Rundgang von Gesundheitsminister Daniel Bahr beim letzten FDP-Parteitag. Auch hier wieder Kontaktpflege für Sponsoringgelder. Und jetzt achten Sie mal auf die Frau im Bild. Die Dame ist nicht vom Ministerium und auch nicht direkt von der FDP. Sie führt ein Tochterunternehmen der Partei, die Prologo GmbH. Gezielt lotst sie den Minister von einem Stand zum nächsten. Die FDP-Tochter Prologo kassiert die Sponsoring-Einnahmen für die Partei. Die CSU macht es ähnlich. Und weil das Geld so nicht direkt an die Partei fließt, bleiben die Zahlungen für die Parteienaufsicht vollständig verborgen. Da würde selbst eine Transparenzpflicht für die Parteien nichts nützen. Dass Parteien überhaupt ein eigenes Firmengeflecht haben, ist ja schon merkwürdig genug. Aber fast alle Parteien machen das.
In diesem Schaubild vom Netzwerk der FDP-Unternehmen steckt eine tagelange Recherche in Handelsregistern und die Spur führt bis ins Ausland. Tochterfirmen erbringen Leistungen untereinander, oft auch Leistungen für die Partei. Geld fließt hin und her. Unsichtbar. Amtsgericht Berlin. Ich schaue mir das Firmengeflecht der FDP genauer an und stoße erneut auf die Prologo GmbH. Die Firma gehört zu 71% der FDP. Den Rest übernahm vor Jahren ein gewisser Herbert Schlottmann, ein CDU-Mitglied aus Espelkamp in Nordrhein-Westfalen. Beruf Steuerberater, aber nicht irgendeiner. Schlottmann ist Berater von Deutschlands Automatenkönig Paul Gauselmann und Finanzvorstand der Gauselmann Stiftung. Ein Zufall? Schlottmann wurde auch Teilhaber der Altmann Druck GmbH, ein weiteres FDP-Unternehmen. Er übernahm 40% der GmbH und gab der Altmann Druck mindestens 1,1 Millionen Euro. Guten Tag, Herr Schlottmann. Mein Name ist Vollmeier vom Westdeutschen Rundfunk, Redaktion Monitor. Wir sind hier, weil wir darauf gestoßen sind, dass Sie an Altmann Druck und an Prologo beteiligt sind. Wir wissen auch, dass ich Berater bin. Ich kann keine Auskünfte geben. Sie können gar keine Auskünfte geben. Aber Sie sind ja auch Gesellschafter, Herr Schlottmann. Darf ich Ihnen diese Fragen wenigstens hier lassen? Ich muss meine Fragen ja irgendwem stellen. Sie sind doch nicht nur Berater, Sie sind mit über einer Million bei Firmen der FDP eingestiegen. Herr Schlottmann, woher stammt das Geld? Ist das von Gauselmann? Schlottmann wird auch die schriftlichen Fragen nicht beantworten. Und auch Automatenhersteller Gauselmann schweigt. Ob er von dem Deal wusste, ob die Million von ihm stammt, Gauselmann verweigert die Antwort. Ich gucke mir die Firma, um die es geht, noch mal genauer an, die Altmann Druck GmbH. Der Unternehmensberater Kurt Seitz hatte mich gebeten, mehr über den Kaufpreis herauszufinden. Und tatsächlich. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin schreibt uns, dass für das Grundstück ein Höchstpreis von 140 Euro pro Quadratmeter realistisch gewesen wäre. Die FDP bekam von ihrem Tochterunternehmen fast das Doppelte. Doch nicht nur der Grundstückspreis war augenscheinlich überhöht. Diese Halle hier wurde erst später gebaut, nach dem Deal. Die alten Gebäude waren laut der Unterlagen aus dem Amtsgericht fast wertlos. Doch trotzdem wurde dafür viel Geld bezahlt. Alles in allem kassierte die FDP anscheinend etwa 600.000 Euro zu viel. Die Million von Gauselmanns Berater machte es möglich. Binden wir es nochmal zusammen. Wir haben jetzt also ein CDU-Mitglied, ja, das mit über einer Million Euro in eine ziemlich unscheinbare kleine Druckerei eingestiegen ist. So ist es. Und wo der Unternehmensberater sagt, das Geld, mit dem dieser Herr eingestiegen ist, ist nach allem Anschein deutlich überwert. Ja, sowohl von dem, was wir hier sehen, als auch von den Zahlen, die wir uns angeschaut haben. Also die Bilanzen. Bilanzen passt nicht ganz zusammen und verwunderlich ist natürlich auch, dass hier jemand einsteigt mit immerhin einer Million Euro, ohne Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Und dann geschieht etwas Merkwürdiges. 5 Tage nach meinem Besuch wird Herbert Schlottmann als Teilhaber an den FDP-Firmen abgelöst. In den Registern steht fortan ein treuer FDP-Funktionär. FDP-Schatzmeister Fricke gibt das versprochene Interview nicht. Die FDP weist jeden Verdacht der Käuflichkeit von sich. Man halte sich strikt an das Parteienrecht. Doch die konkreten Fragen zu den Geldflüssen in den Tochterunternehmen werden einfach nicht beantwortet. Im Klartext, es gibt den Verdacht einer verdeckten Millionenspende. Kann die FDP einfach mauern? Ich bitte den renommierten Staatsrechtler Ulrich Battis um seine Bewertung. Und die ist deutlich. Die Parteien sind verpflichtet, diese vielen detaillierten Vorschriften nicht nur nach dem Buchstaben, sondern auch nach ihrem Geist zu erfüllen und Transparenz zu schaffen. Und wenn sich der Verdacht aufdrängt, dass hier ein Unternehmen missbraucht wird, um Geldströme an Parteienrecht vorbei in die Kasse der Partei zu befördern, dann besteht natürlich eine Aufklärungspflicht. Wer müsste jetzt wie handeln? Nun, die FDP ist wahrscheinlich gut beraten, wenn sie jetzt, und ich denke, sie wird ja auch auf ihre Vorhaltung, wird sie reagieren müssen. Doch selbst als unsere Recherchen öffentlich bekannt werden, hat die FDP keine klaren Antworten auf unsere Fragen. Immerhin, die Bundestagsverwaltung soll die Sache nun prüfen.
Und da gibt es einiges zu tun. Fast am Ende fällt uns noch ein Dokument auf. Wir hatten es die ganze Zeit übersehen. Schlottmann hat beim Stammnotar der FDP insgesamt 4 Verträge abgeschlossen. Über 2,5 Millionen Euro. Unsere Dokumente enthüllen nicht einmal die Hälfte dieser Summe. Der Rest bleibt weiter im Dunkeln. Verdeckte Geldflüsse, Firmengeflechte, Wohlfühllobbyismus. So macht Geld Politik. Und so beginnt der Ausverkauf der Demokratie.